Ja, da läuft einer. Kommt gerade einer angerannt. Wow. Der hat uns nämlich gleich gesehen. So, nutzen wir mal die Reichweite vom Speer etwas aus. Oder auch nicht. Au, das hat wehgetan. Ich will nicht runterfallen. Lieber sicherheitshalber einen trinken. Da wollte ich nicht hinrollen. Ich wollte wegrollen. So, weg mit dir. Und ja, die machen Damage an meinem Speer. So, hier ist jetzt der wichtigste Ort, den ich damals beim ersten Mal nie gefunden hatte. Ein Leuchtfeuer. Das wichtigste Leuchtfeuer. Das wichtige Leuchtfeuer hier. So. Der Typ ist von hier unten gekommen. Also gehen wir auch mal hier runter. Wow. Und gleich wieder zurück. Weil sein Vetter will ein Stück von uns abhaben. Bin ich froh, dass ich ein dickes Schild habe. Und dass ich einigermaßen agil bin. Au. Au, au, au. So. Weg mit dir. Und nochmal hochheilen. Das muss aber müsste eigentlich der letzte hier unten gewesen sein. Erinnern grob ein bisschen an die Ritter, also die schwarzen Ritter, beziehungsweise eigentlich erinnern sie eher ein bisschen an die. Na, die Baldar-Ritter will ich nicht sagen. Tränen voraus und Vision von Tränen an die Dings Benarike-Ritter. Genau, da ist das Drakenblut-Set. Dass diese Ritter tragen, die Drakenblutritter. Können wir uns ja mal kurz ansehen. Ja, doch, ist ein bisschen zu schwer eigentlich. Wäre nämlich ein ganz interessantes Set gewesen. Schwarze Rüstung der Drakenblutritter aus einem längst vergessenen Land. Jene Drakenblutritter, die das Blut der Drachen verehrten, wurden von Sir York bei der Belagerung des ewigen Heiligtums angeführt, versanken aber im Heiligtum, als der schlafende Drache erwachte. Der rote, um ihre schwarze Rüstung gehüllte Stoff symbolisiert das heilige Blut der Drachen. Also ja, die wollten entweder den Drachen hier töten oder ihn befreien. Befreit haben sie ihn mehr oder weniger und haben damit die ganze Stadt im Untergang geweiht. Ja. So, ich raste mal kurz. Um alles wieder aufzufüllen und setze meinen Katzenring wieder an. Weil für das, was jetzt kommt, brauchen wir den Katzenring wieder. Wir müssen nämlich zwischen den beiden Fackeln hier nach unten. Ich weiß gerade gar nicht, ist da drüben etwas versteckt gewesen? Nein, aber eine meiner Nachrichten wurde bewertet, hey. Nein, hier drüben ist nichts.
So, wir müssen jedoch hier unter. Gute Arbeit, ja. Da drüben ist noch was. Da müssen wir hin. Aber soweit ich weiß, versteckt sich hier auch noch ein Drachenblutritter. Also wieder Ring wechseln. Nämlich hier um die Ecke müsste er... Zwei sogar. Zwei ist nicht so lustig. Oh, das war nicht gut. Au. So, immer das Schild hochnehmen, wenn er zuschlägt. Das wäre eine gute Idee. Au. Au, das könnte mich töten. Nein, tut es aber nicht, weil er keinen Bock hat zuzuschlagen. So, glitzerndes Titanit ist nicht ganz so wichtig. Den da ausschalten ist wichtiger. Au. Mit seinem blöden Sprungangriff. Einfach einmal zustechen und dann weg. Mhm. Oh, jetzt macht er wieder zweihändig. Zum Glück prallen die ziemlich gut von meinem Schild ab. Au. Und zum Glück heilen sie sich nicht. So. Gut. Das müssten jetzt aber die letzten beiden Drachenblutritter gewesen sein. Sehen eines tapferen Kriegers. Nochmal dreimal glitzerndes Titanit, was wir überhaupt nicht brauchen. Und kleiner gleiterseitiger Stein. Gut, erkunden wir noch den Weg bis zum Boden vollständig. Dumm die dumm. Katzenring. Oh. Das war knapp. Aber ja. Und wie man hören kann, wir kommen dem Gesang immer näher. So, wir haben die Drachenrast erreicht. Versucht Verbündeter und Hilfe. Ja. Verbündeter und Hilfe sind eine gute Idee. Gucken wir uns hier unten noch fertig um. Wir sind nämlich jetzt direkt vor dem Boss-Tor. Hier könnten wir Bernhard aus Jugo rufen. Und hier vorne könnten wir mal wieder Ellie Stahlherz rufen. Die hat uns ja beim Fume Knight so toll geholfen. Ich gehe erstmal zum Leuchtfeuer zurück, um die Flakons aufzufüllen und mein Speer zu reparieren. Und dann versuchen wir uns am Bossfight. So. Und hier sieht man, wie praktisch das Leuchtfeuer ist. Wir müssen uns nämlich nicht mehr durch Scharen von Drachenblutrittern kämpfen, sondern können einfach den direkten Weg nach unten nehmen. Von hier aus die Drachenblutritter, da können wir jetzt ignorieren. So. Und wir sind wieder der Drachenrast angekommen. Ja, jetzt kommt der schwierigste Boss in dem DLC. Deswegen wechsle ich mal wieder auf den Ring.
wie beim letzten, beim Fume Knight aus dem Iron King DLC, ist es intelligenter, es nur mit einem Phantom zu versuchen. Wobei es mir eigentlich wieder am liebsten wäre, wenn ich Spielerunterstützung hätte. Na komm, Bernhard. So. Speerbuffen. Und durch. So, und da ist der Boss. Nämlich Unheilskönigin Elana. Wow. Ich wollte eigentlich gar nicht trinken, egal. Und wir müssen auf ihre Axt aufpassen. Und sie beschwört. Und sie beschwört gleich ihn. So, weg von der Bombe. Oh ja. Ihr kennt Worldstart noch. Wow. Auf Worldstart habe ich es aber eigentlich gar nicht abgesehen. Ich hatte eigentlich eher gehofft, dass Worldstart es auf Bernhard aus Hugo abgesehen hat. Und nicht auf mich. Genau, sie kann es ruhig auf mich absehen. Weil solange Wetzdat da ist, wird's ungemütlich. Und ich glaube, Bernhard hält das nicht mehr lange durch. Au. Ich wahrscheinlich auch nicht. Genau, Bernhard ist weg und ich bin gleich tot. Weil gegen Wetzdat und die Finsterkönigin alleine komme ich nicht klar. Au. Ja. Au. Ich sterb gleich. Außer ich krieg Wetzdat tot. Ja, ich habe ihn tot gekriegt. Jetzt muss ich nur noch sie tot kriegen. Ohoho. Jetzt beschwört sie, glaube ich, Skelette. Ja, gegen Skelette habe ich keine Probleme. So. Ohoho. Ich könnte die sogar noch packen. Nicht, wenn sie jetzt auf mich ballert. Das ist ungut. Ah, schade. Aber es hat einigermaßen funktioniert. Also versuchen wir es nochmal. Jetzt mal mit Ellie Stahlherz.
Das wäre es jetzt gewesen. Ich habe bei dem Boss so viele Versuche gebraucht damals, bis ich den geschafft hatte.